Ihr werdet mehr Anfragen bekommen und ihr werdet natürlich, wenn ihr mehr Anfragen habt, mehr Abschlüsse macht, dann werdet ihr auch mehr Umsatz machen. Kommen wir zum dritten Punkt. Die dritte Bremse, die wir immer wieder sehen, ist, dass alle Unternehmer denken, ich habe mein Angebot schon ausreichend erklärt. Sehen wir immer wieder in Gesprächen, ja, steht ja alles auf meiner Webseite, ich erkläre das schon richtig, meine Kunden wissen schon, was ich tue. Und diese Erklärungen sehen dann halt meistens so aus. Ja, für solche Posts gibt es eine Bezeichnung bei Facebook, TLDR. Wer weiß, was das heißt? Too long didn't read. Ja, vielleicht habt ihr auch schon mal so eine Werbeanzeige gesehen oder so ein Post und gesagt, pff, zu lang. Und auch auf der Webseite, ja, laut Studien werden maximal noch 20% von euren Webseitentexten gelesen. Das heißt, selbst wenn ihr alles erklärt habt, bis ins letzte Detail, heißt das trotzdem nicht, dass euer Kunde oder euer potenzieller Kunde auch das weiß, was ihr tut. Der liest das nicht. Das bedeutet, im ersten Schritt, ihr sollt Videomarketing machen. Das ist auf jeden Fall Pflicht. Wie viele von euch machen schon Videomarketing in der einen oder anderen Form? Ja, ich würde sagen, doch mehr als 50%. Alle, die es jetzt nicht gemeldet haben, ihr habt pauschal euer Angebot noch nicht ausreichend erklärt. Selbst wenn ihr den perfekten Text habt, den liest niemand. Ihr müsst also in Videos kommunizieren. Das ist super wichtig. Aber ich möchte euch jetzt auch noch ein paar konkrete Tipps mitgeben, ja, wie ihr das macht und wie ihr jeden einzelnen Marketingtext in Zukunft verbessern könnt. Und zwar gebe ich euch mit einen Auszug aus unserer Floskel-Blacklist. Das ist eine Blacklist, die jeder von unseren Drehbuchautoren kennt. Das sind Worte, die man nicht verwenden darf in einem Loftfilm. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber in der Regel ist es so, dass diese Worte nicht verwendet werden dürfen. Eine dieser Floskeln ist zum Beispiel innovativ. Innovativ ist das uninnovativste Wort, das es gibt. Jeder ist innovativ. Ja, selbst Harald, 55, Familienunternehmer der dritten Generation, der sagt auch von sich, wir sind total innovativ. Also streicht dieses Wort. Hochwertig. Habt ihr jemals schon mal erlebt, dass ein Unternehmer gesagt hat, also mein Angebot, das ist nicht hochwertig? Das sagt jeder von sich. Und wenn jeder das sagt, verliert es an Wertigkeit. Kundenorientiert. Auch das, ja, sagt jeder von sich. Was ihr stattdessen machen müsst, ist dieses Wort übersetzen in Feature plus Benefit, was wir vorher schon gelernt haben. Das heißt, hochwertig oder sagen wir mal kundenorientiert, ja, ist zum Beispiel, anstatt zu sagen, ja, wir sind kundenorientiert, sagt lieber, wir sind 24/7 für Sie erreichbar, das heißt, auch wenn am Wochenende Ihre Server ausfallen, können wir das Problem schnell für Sie fixen und Sie sind wieder online. Das wäre ein Beispiel, wie ein IT-Dienstleister erklären könnte, dass er kundenorientiert arbeitet. Oder dynamisch, was heißt das überhaupt? Ja, digital. Anstatt zu sagen, wir sind digital, sagt doch lieber, bei anderen Versicherungen habt ihr ganz viel Papierkram, bei uns kannst du alles vom Smartphone oder Tablet aus machen. Wir sind digital. Ja, das Wort digital, da kann sich der Kunde nichts drunter vorstellen. Der eine sagt digital, alles mit AI automatisiert. Der nächste sagt, oh, wir nutzen jetzt Excel, wir sind voll digital. Erklärt den Kunden, was genau ihr damit meint, warum ihr besonders seid. Ja, lösungsorientiert, professionell, maßgeschneidert, diese ganzen Worte, die alles und nichts sagen, die vermeiden, ja, in jedem Marketingkontext. Übersetzen. Geht mal als Hausaufgabe auf eure Webseite und schaut mal, ob ihr irgendeinen von diesen Begriffen findet. Und wenn ihr den findet, übersetzt den. Erklärt, was ihr wirklich damit tut. Das gleiche gilt für euren letzten Facebook-Post, ja, vielleicht auch für euer Verkaufsskript. Diese Worte streichen, übersetzen. Ich zeige euch noch einen Beispielfilm. Den haben wir gemacht für Alex Düsseldorf Fischer, den kennen wahrscheinlich die meisten. Und da geht es um das Thema Steuern sparen. Und das Thema Steuern ist extrem komplex, es gibt extrem viel zu berücksichtigen. Ja, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, so einen Film könnte man relativ komplex formulieren. Wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir haben das ganz kurz gemacht, nur Hauptsätze, ganz einfache Worte. Ich zeige euch mal den Film, ihr werdet da keine Floskeln finden, sondern eben nur ganz klare Aussagen. Halbieren Sie Ihre Steuerlast. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten es gibt, in Deutschland seine Steuerausgaben zu senken. Legal. Mehr als 4000 Selbstständige und Unternehmer vertrauen bereits darauf. Melden Sie sich kostenlos zum Webinar an. Halbieren Sie Ihre Steuerlast. Das ist schon direkt der Mehrwert. Das ist eine ganz einfache Aussage, habe ich direkt verstanden. Das geht. Legal.
Mehr als 4000 Unternehmer machen das schon. Ganz einfach. Ihr müsst nicht so hochgestochen formulieren. Die meisten denken, sie klingen intelligenter, wenn sie da irgendwie Fachbegriffe machen und lange komplexe Sätze. Aber die Praxis ist genau das Gegenteil. Ja, niemand checkt, was ihr macht. Sagt das kurz und knapp. Hauptsätze, einfache Worte verwenden. Alex Fischer hat ungefähr, ich glaube, 15 Filme oder so bei uns gemacht. Innerhalb von 4 Wochen hat sich das Investment verzehnfacht. Ja, warum? Weil es eben so klar kommuniziert ist und weil es Menschen da draußen gibt, die genau dieses Angebot brauchen und die sagen, geil, das ist die Lösung für mich. Genau wie damals für mich die Revolut-Karte die Lösung in meiner Situation war. Wir fassen nochmal zusammen. Ihr müsst Motoröl über euer Angebot kippen. Ihr dürft nicht einfach nur sagen, was ihr macht. Ihr müsst zeigen, warum das geil ist, was euch unterscheidet von der Konkurrenz. Ihr müsst es den richtigen Menschen zeigen, der richtigen Zielgruppe. Ja, nicht der Anbieter für alle sein. Und dazu noch einen wichtigen Gedanken. Ja, vielleicht kommt jetzt jemand und sagt, ja, ihr bei Loftfilm, ihr seid ja auch irgendwie für jeden. Ja, wir sind für jede Branche. Aber wir targetieren zum Beispiel Menschen, die ein bestimmtes Symptom haben. Und zwar das Symptom, du hast ein geiles Angebot, aber die Leute verstehen nicht, wie geil das ist. Das ist auch eine sehr enge Zielgruppe. Und wenn ich sage, ihr müsst eine spitze Zielgruppe haben, heißt das nicht, ihr dürft nur für Ärzte oder Anwälte oder Golfer sein. Ihr müsst nur euch überlegen, für wen sind wir und für wen sind wir auch ganz bewusst nicht. Und das Dritte, ihr müsst es kurz und knapp erklären. Keine langen Texte, keine ausführlichen, komplexen Formulierungen. Und wenn ihr das schafft, dann könnt ihr deshalb höhere Preise abrufen, weil eure Kunden verstehen, dass ihr das wirklich wert seid. Wir haben das regelmäßig, dass Kunden zu uns kommen und sagen, ja, ich habe ein anderes Angebot, ist ein bisschen günstiger, aber ich mache es mit euch, ich habe das bessere Gefühl. Ihr werdet weniger Einwände bekommen. Diese ganzen Einwände habt ihr alle schon angesprochen im Marketing. Die Leute wissen schon, was ihr tut. Das ist das Ziel. Ja, das Ziel sollte nicht sein, noch besser im Verkaufen zu werden, noch mehr Einwände zu behandeln. Das Ziel sollte sein, dass die Leute gar keine Einwände haben. Ja, bei uns ist so, dass 80% aller Leute, die im Strategiegespräch sitzen, am Ende einen Film kaufen. Warum? Weil wir dem Marketing schon erklärt haben, warum ihnen das hilft, warum das gut ist und so weiter. Ihr werdet mehr Anfragen bekommen und ihr werdet natürlich, wenn ihr mehr Anfragen habt, mehr Abschlüsse macht, dann werdet ihr auch mehr Umsatz machen. Und jetzt zum Abschluss habe ich euch noch was mitgebracht, ja, ein kleines Geschenk, man soll ja nicht ohne Geschenke kommen. Und zwar, was ich euch anbiete, wenn ihr das möchtet, ist, dass wir mal für euch eine Strategie machen, wie so ein Film aussieht. Ja, keine Sorge, das ist kein Verkaufsgespräch, sondern es geht darum, dass wir euch zeigen, wenn wir einen Film für euer Angebot konzeptionieren würden, wie würden wir den aufbauen? Und ihr werdet sehen, dass ihr in diesem Gespräch, wenn wir genau diese Dinge durchgehen, wie tickt eure Zielgruppe, für wen seid ihr nicht, welches konkrete Problem löst ihr? Wir zeigen euch auch, wo wir den Film einsetzen würden. Ja, die ganze Erfahrung aus 2500 Projekten. Und wenn ihr das möchtet, ja, tragt euch gerne ein. Wenn ihr am Ende sagt, hey cool, wir wollen jetzt auch einen Film bei euch machen, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr sagt, nö, auch vollkommen in Ordnung. Ja, nehmt das gerne mit. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen und ich freue mich, euch später noch am Stand alle zu sehen.